Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind 1000 Kilometer gefahren ins Ausland, nämlich nach Weidersroda, wer kennt es nicht, haben einen Stargast heute hier, der Fischi ist nämlich am Start, denn ich habe letztens in meinem Heimatdorf in Hessberg ein paar Stops eingereicht, 7 Stück und ihr wisst ja alle, 6 von 7 wurden angenommen, sind durchgegangen, eine neue Arena ist sogar entstanden und das gleiche wollten wir jetzt mal hier beim Fischi machen in Weidersroda, ne? Wenn ihr das kennt, schreibt es mal in die Kommentare, kommt mal alle vorbei, hier gibt es jahrelang Freibier jeden Tag, überall, ne? Ja, dann ist noch irgendwas, was auch immer. Bis ihr da seid, ist das eh schon weg. 23, was ist denn, wann ist denn der 23? Nächste Woche Samstag. Nächste Woche Samstag. Und wenn das Video online kommt, ist das bestimmt schon 2 Wochen her. Also, wir laufen jetzt mal durch Weidersroda, suchen ein paar Dinge, die wir einreichen können und melden uns dann zurück. Wieder mit Screen, mit allem drum und dran, dass ihr mal seht, was es hier so für Sehenswürdigkeiten gibt. So, da haben wir auch schon den ersten Stop gefunden, hat mir der Fischi nämlich hier gezeigt, ne? Direkt am Eingang in der Kurve, wo ich stand, hätte ich gleich mitmachen können, ist hier nämlich der schöne Friedensbrunnen mit Friedenstaube und Zapfhahn, wie man sieht. Haben wir jetzt auch hier hingeschrieben, ein historischer Friedensbrunnen mit Friedenstaube und Zapfhahn in Weidersroda. Guckt euch den mal an. Hier, so sieht eine Taube aus, hier Zapfhahn und hier steht nochmal Friedensbrunnen. Richtig genial. Die ganze Zeit hat er gesagt, ja, wir haben da in Weidersroda aber so einen Stein. Ne? Hab ich gedacht, naja, ein Stein, gell, aber das ist ja genial, das sieht nach was aus, das geht sicherlich durch, denke ich mal. Wir suchen jetzt mal das zweite. So, als zweites seht ihr hier hinter mir ein Schild. Hä? Ramses, zeig doch mal das Schild. Kinderspielplatz auf jeden Fall der Stadt Hildburghausen. Wir lassen uns aber nicht lumpen. Denn wir sind ja nicht in Hildburghausen, wir sind ja in Weidersroda. Das ist richtig. Deswegen haben wir einfach Kinderspielplatz Weidersroda genommen. Ihr seht hinter mir, da ist eine rote Bank, also da. Und da ist eine rote Rutsche. Sieht genial aus. Haben wir alles mal mit drauf genommen hier. Wir haben die Rutsche jetzt in den Hauptblickwinkel auf die Rutsche gelegt. Da habt ihr noch was zum Klettern, da habt ihr nichts, wird wahrscheinlich abgebaut. Ja, weil ihr wisst ja, der Fischi, ne, der fällt ja öfters mal hin. Das ist viel zu gefährlich, wenn der hier in der Nähe ist und dort schaukeln will und da runterfällt. Deswegen Kinderspielplatz Weidersroda haben wir jetzt eingereicht. Einziger Spielplatz in Weidersroda, Treffpunkt für Jung und Alt. Alt, ne? Denn einer muss ja den Bierkasten schleppen. So, ganz im Stile vom Blair Witch Project hat mich der Fischi natürlich tief in den Wald geschleppt, denn hier haben wir was ganz Besonderes gefunden, was hoffentlich nicht als Naturmerkmal durchgeht. Das steht nämlich hier, da habt ihr ein steinernes Kreuz und hier ist auch im Prinzip, wenn man das erkennt, hier seht ihr das, da ist nämlich was graviert, kann man nicht sagen, da ist auf jeden Fall was reingearbeitet. Was eine Axt darstellen soll, jetzt erkenne ich es erstmal. Hinten stand auf, ich habe gedacht, ich sehe nur einen Stiel. Auf jeden Fall sollen sich hier mal zwei Brüder gegenseitig mit einer Axt erschlagen haben. Ob die jetzt aus königlichem Hause waren oder nicht. Oder einfach nur so zwei Weidersroderer Hartz-IV-Empfänger. Das wissen wir auch nicht. Und das haben wir jetzt auf jeden Fall auch eingereicht. Boah, Bildschirm ist dunkel. Ihr seht das ja, blende ich hier wieder ein. Ob das durchgeht, gucken wir mal. Sieht auf jeden Fall auffällig aus, also wenn man hier lang wandert und das sieht, geht man sicherlich mal hin und guckt sich das genauer an. Also hat eigentlich gute Chancen, ne? Was sagst du? Das hat echt gute Chancen, also ich denk schon. Aber nicht drüber stolpern, ne? Das ist gefährlich hier im Wald, da liegen nämlich überall die Bäume und die Sträucher. Wir gehen jetzt mal los, ich glaube jetzt geht's zum Friedhof, oder? Mhm, da drüben. Friedhof, da drüben, da suchen wir mal den nächsten Stop. So, wir sind jetzt angekommen am Friedhof, ne? Mensch, das Bild sieht aber gut aus. Vorhin dachte ich noch, hier gehe ich nicht hin. Das ist ja Silent Hill, weil alles so neblig und düster war. Mittlerweile hat sich's gebessert, wenn der Ramses hier ist. Das sieht schöner aus mit der weißen Jacke, der hält die Gegend. Wir sind jetzt hier angekommen am jüdischen Friedhof. Das sieht richtig brutal aus, schon allein das Foto. Das war richtig, da hat man richtig Gänsehaut bekommen. Dieses wuchtige, monströse Gebäude sieht aus wie ein Geisterhaus. Guck doch mal, wenn das so hinter mir steht. Das ist richtig brutal. Ihr seht da oben natürlich den Judenstern. Das ist natürlich ein sehr historisches Gebäude, wenn man das so nimmt. Dreht es nochmal um. Guckt euch das an. Das müsste auf jeden Fall auch durchgehen. Haben jetzt hier auch eine Beschreibung hinzugefügt.
Judenfriedhof, ein Friedhof zum Andenken an die ermordeten und verstorbenen jüdischen Mitbürger. Wir gehen jetzt mal behutsam auf den Friedhof, gucken uns da nochmal in Ruhe um. Es ist immer so ein heikles Thema. Friedhöfe sollen ja eigentlich keine Pokestops sein oder Arenen, aber so, gerade da sind ja viele geschichtliche Hintergründe, historische Sachen passiert, wenn da bedeutsame Personen auch sind, aber wir gucken mal uns in Ruhe um, ob wir da noch was finden. Drei Vorschläge haben wir ja auf jeden Fall noch frei. Und was in Hessberg die Brauerei war, ist in Weidersroda das Schloss. Das machen wir als allerletztes. Zwei können wir also noch sinnlos verbrauchen. Vielleicht finden wir noch irgendwo ein Blatt am Baum oder so, was wir einreichen können. So, jetzt haben wir leider eine traurige Nachricht für alle, die das hier sehen. Der Friedhof war natürlich nicht auf. Wir konnten also nicht rein und uns da nochmal umschauen. Und jetzt verrät er mir erst, hier gibt es sogar noch einen Sportplatz, der direkt neben hinter dem Spielplatz ist, wo wir vorhin waren. Da hätten wir eigentlich gleich hingehen können. Und jetzt zeigt er mir hier die Weihnachtsbaumplantage. Habt ihr sowas schon gesehen? Wie ein Massengrab für Weihnachtsbäume. Das sieht doch brutal aus. Guckt euch die an, wie sie alle da liegen. Sowas würde ich gerne einfach mal einreichen. Ne? Aber Monsieur, geht bestimmt nicht durch. Aber heute nicht, weil wir haben ja noch andere Pläne. Außerdem ist der Friedhof, wegen Internetproblemen ging das nicht durch. Da muss ich nachher nochmal vorbeifahren. Und jetzt haben wir erstmal den Sportplatz hinter uns, hinter mir, hinter allen. Wie es halt so typisch aussieht für einen Sportplatz, haben wir hier so ein Tor, ne? Da ist ein Tor, da hinten ist noch ein Tor. Falls ihr das seht, hinter mir, das sieht sogar richtig gut aus. Ist wie neu, das hast du doch eben erst aufgestellt, oder? Nö, guck doch mal, Weidersroda steht da. Und hier schönes grünes Netz. Wenn man da hingeht, guckt euch mal an, wie grün das Netz ist. Richtig genial. Das werden wir auf jeden Fall jetzt einreichen. Sportplatz Weidersroda, Sportplatz Hessberg, ging ja durch. Denke ich mal, wird das ja auch durchgehen. Und vielleicht mit dem Spielplatz da unten ist ja eins von beiden dann eine Arena, wenn er Glück hat. So, und weil es in Hessberg schon so gut funktioniert hat, dass wir das Vereinsheim eingereicht haben und den Sportplatz, hat sich der Fischi gedacht, ne, das war alles seine Idee, er trägt die Schuld, dass jetzt hier die ganzen Pokémon-Spieler hinkommen, werden wir hier auch das Vereinsheim, ne, nennt man das so, Vereinsheim, einreichen. Ihr seht das hier hinter uns, ne, da ist eine blaue Tonne, da ist ein WC, 30 Jahre SG Weidersroda, sehr schön. Da gibt es nämlich auch Bierchen, wie man hier sieht, zu günstigen Preisen. Bier 1,50 Euro, Radler 1,50 Euro, ja, da ist ja klar, was man nimmt. Natürlich Bier, da hat man mehr davon. Schnäpsle 1 Euro, wunderbar. Und hier, das muss man extra einreichen, der alte Sack Karsten, ne? Seht ihr das kleine R in der Mitte? Karsten wird 50. Das reichen wir jetzt auf jeden Fall auch ein. Das Vereinsheim und gucken mal. Wegen Internet ging der Bolzplatz gerade auch nicht. Da muss ich wahrscheinlich hier, bevor ich einreiche, erst wieder nach Deutschland fahren, weil wir sind immer noch im Ausland. Ihr wisst, am Anfang haben wir das ja besprochen. Da habe ich nämlich Internet und vielleicht kann man das ja auch so machen. Eins haben wir aber noch übrig und das ist definitiv das Highlight, die Sehenswürdigkeit von Weidersroda. Da gehen wir jetzt hin. Er freut sich schon, er muss nämlich gleich gehen und hat keine Zeit mehr und deswegen... Ah! Erstmal mache ich meine Ansage, ne? So, jetzt sind wir angekommen, definitiv beim Highlight von Weidersroda. Seht ihr, wie ich schon wild rumfuchtel mit meinen Händen? Denn wir stehen hier bei Weidersroda vorm Schloss. Habt ihr auch ein Schloss bei euch zu Hause? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir drehen das mal kurz rum, zeigen das euch ganz vorsichtig. Ne? Boom! Seht ihr das? Das ist die Brauerei von Hessberg, nur halt als Schloss von Weidersroda. Wir ignorieren mal da das Privatschild und die 20 Autos, die hier stehen. Erzähl mal kurz was dazu. Da ist was jetzt drin, eine Kneipe, ja? Ja, eine Kneipe ist drin. Es waren die ganzen Vereine drin, bis auf das, bis es aufgekauft wurde von dem jetzigen Besitzer, Prinz Chaos der Zweite. Prinz Chaos der Zweite? Ist das der offizielle Name oder nennt ihr den? Nein, das ist der Künstlername. Der Künstlername. Der heißt offiziell Florian. Florian, liked mal alle den Florian, seine Chaos-Page. Er ist so jetzt das Sammel der einen von Schandmaler, Leute, die
das ist interessant, erzähl mir mehr. Nein, auf jeden Fall. Es geht hier um Pokémon, ne? Nicht mit wem die da sonst wie unter der Decke stecken. Das werden wir auf jeden Fall noch einreichen. Da ist ja ein schönes Emblem vorne dran. An der Seite ist nochmal ein Emblem. Wir werden das als Ganzes versuchen. Das Schloss Weidersroda. Und gucken mal, ob das funktioniert. Die anderen zwei, die jetzt wegen Internet nicht gingen, muss ich nochmal schnell hin. Aber das war's eigentlich von der Folge. Wir melden uns dann. Ich sehe, dass ja im Wayfarer-Programm immer wieder Stand der Dinge ist, ob das schon bewertet wird, ob das noch in der Warteschlange ist, ob was akzeptiert wurde. Und dann gucken wir mal, ob du vielleicht eine Arena kriegst in Weidersroda, ne? Wo ich nie hinkomme, weil es ist ja so im Ausland, so 1000 Kilometer, ihr wisst Bescheid, aber trotzdem. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was durchgeht, was nicht. Hessberg, 6 von 7 wurden angenommen. Weidersroda, 7 Stück. Mal gucken, wie viel da kommen. Bisher war da genau nämlich noch gar nichts. Null Stops, null Arenen. Einzelne Pokémon sitzen rum. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Glück. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.